In Münster begrüße ich jetzt den Publizisten und Soziologen Andreas Kemper. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kemper, in den USA schaut man mit großem Interesse auf den Prozess in Halle. Wie würden Sie das der New York Times-Reporterin aus dem Beitrag erklären? Warum brauchen wir Gesetze gegen Volksverhetzung und damit ja dann auch solche Gerichtsprozesse? Naja, wir brauchen die halt in Deutschland vor allen Dingen deswegen, weil wir hier tatsächlich den Nationalsozialismus hatten. Das heißt, diese Gesetze sind nach 1945 eingeführt worden, um zu verhindern, dass der Nationalsozialismus halt wieder eingeführt wird. Das war ein ganz klarer Zusammenhang. Und weil eben die Gefahr besteht, dass tatsächlich wieder eine faschistische Regierung entsteht, nach und nach, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit den ganzen Krisen, die wir haben, die auf uns zukommen könnten, ist es halt sinnvoll, dass weiterhin solche Parolen verboten sind. Also diese Parolen sind verboten, weil das ist Sprache und Sprache bestimmt das Denken und Denken bestimmt das Handeln. Und da wäre es halt gut, direkt auch am Anfang anzusetzen. Und die Nazis hatten ja auch nicht umsonst ein Propagandaministerium, um halt die Sprache genauso genauso halt in die Bevölkerung zu bringen, dass halt dann der Nationalsozialismus stabil geblieben ist. Kommen wir in die Gegenwart. Sie haben über Jahre hinweg analysiert, wie Björn Höcke sich äußert, sogar nationalvölkische Artikel gefunden, die er unter Pseudonym verfasst haben dürfte. Wie bewerten Sie die Argumentation seiner Verteidigung, dass es sich bei der Wahl der Worte um ein Fauxpas gehandelt habe? Naja, das ist Quatsch. Also Björn Höcke hat schon seit Ende 2013 schon eine Veranstaltung organisiert, wo klar gemacht wurde, die historische Mission der AfD ist es halt, die Sprache zu ändern. Ja, das ist die historische Mission der AfD, laut Björn Höcke. Und er hat seither zahlreiche, also wirklich sehr, sehr viele Vokabeln aus dem Nationalsozialismus in seinen Reden eingeflochten. Ich habe bereits 2015 darüber einen Artikel geschrieben, in 2016 noch einen Artikel, wo ich das eingeordnet habe. Das sind Begrifflichkeiten zur Bewegungspartei. Die NSDAP hat sich selber als Partei, als Bewegung gesehen. Höcke sieht auch die AfD vor allen Dingen als Bewegung, so dann ganz viele, das nennt man organizistisch, also wo halt die Gesellschaft gleichgesetzt wird mit Biologie, ne, Volkskörper und so weiter. Dann sehr viele Begrifflichkeiten, die mit Ungeziefer-Metaphorik zu tun haben. Das, also eine ganze Reihe eigentlich von Begrifflichkeiten hat Björn Höcke schon seit Beginn an immer wieder in seinen Reden eingeflochten und jetzt erstmals ganz massiv auch verbotene Parolen. Aber warum denken Sie, hat Björn Höcke dann genau diesen Satz gesagt? Da gäbe es doch sehr viel bekanntere Parolen aus der Nazi-Zeit. Ja gut, also ich glaube ja nicht, dass er damit punkten könnte, wenn er jetzt irgendwo mit Hakenkreuze durch die Gegend rennt. Das wäre zu offensichtlich und da würde er sich auch keinen Gefallen mit tun. Aber er hat in Reden auch schon davon gesprochen, dass es wichtig sei, dass Deutschland erwacht. Deutschland erwache ist genauso wie alles für Deutschland auch eine verbotene Parole. Nur das hatte er damals noch so eingeflochten, er hofft, dass Deutschland erwacht. Ich denke, dass er jetzt ganz klar auch die Konfrontation sucht mit dem Staat, mit dem Gericht. Er will halt, das hat er auch vorher schon mal klar gemacht, er will die Paragraphen 130, also Volksverhetzungsparagraphen und auch die Paragraphen 86a und 86, mit denen er jetzt angezeigt worden ist, die will er weghaben. Und das macht er jetzt, indem er in die Konfrontation geht. Und da hat er, ich denke, er sieht da drei Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Entweder er wird gar nicht angezeigt, das ist vorbei, er ist angezeigt worden, oder er kriegt einen Freispruch. Da kann er noch drauf hoffen, ist ungewiss, wie das ausgeht. Oder er kriegt nur eine Geldstrafe. Und in allen drei Fällen hätte er quasi gewonnen, weil alles für Deutschland sich verbreitet hat. Der Begriff ist jetzt sehr viel bekannter geworden, wird sehr viel häufiger benutzt. Und ich denke, das war Kalkül von ihm. Herr Kemper, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einschätzung. Danke.